Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute freue ich mich über meinen Gast ganz besonders, Werner Schneider. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Wir kennen Sie als Kabarettist, Autor, Schauspieler. Ach, Sie haben so viele Berufe, dass man sie eigentlich gar nicht aufzählen kann. Und jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, in dem Sie sich selber interviewt haben. Sozusagen, ja. Sozusagen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kommt man darauf, dass man sich selber interviewt? Also wie ist es dazu gekommen, dass Sie diese Struktur gewählt haben? Ich werde im Januar 80 und da hat der Verlag, bei dem ich ein Sammelband meiner Liedtexte und Lyrics machen wollte, gesagt, nein, was Neues. Zum Geburtstag muss was Neues her. Und also quasi eine Biografie haben sie angeregt. Nun bin ich kein Freund von Biografien. Die beginnen vorn, enden hinten. Und es geht immer so linear. Es gibt ein paar, die sind ganz toll, natürlich von auch entsprechenden Leuten. Und ich habe auch immer das Gefühl bei so Memoiren, das ist auch, es klingt immer ein bisschen nach Selbstüberschätzung. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich das brechen? Und dann ist mir eingefallen, durch Dialoge. Und das ist die eine Brechung. Das zweite ist, dass ich quasi nicht die Biografie des Werner Schneider schreibe, sondern die Biografie der Themen, mit denen sich Werner Schneider beschäftigt hat oder die ihn gezwungen haben, sich mit ihnen zu beschäftigen. Ja. Das ist also sozusagen die Biografie eines Sängers oder Nicht-Sängers, die Biografie eines Fußballtormanns oder Nicht-Fußballtormanns, die Biografie eines Kabarettisten, die Biografie eines Regisseurs, eines Ehemanns, eines Vaters, eines Nicht-Religiösen oder Religiösen. Also kurzum, es sind immer die Themen, sind der Fokus. Herr Schneider, ich habe natürlich mal geguckt, ob ich irgendwie einen großen Themenbereich finde, den Sie nicht angesprochen haben. Aber es gibt ihn eigentlich nicht. Ehe, Ökonomie, Religion, Sport, also es gibt... Fällt Ihnen ein Themenbereich ein, den Sie ausgelassen haben? Ballett. Genau, aber Oper, Theater, Kabarett, ja. das ist alles dabei. Sie schreiben das ja so, dass das eine ist kursiv, also ja. der Sie interviewt. Also, deshalb der Gesprächspartner. Ich möchte nicht interviewen, möchte ihn nicht okay. Ja, Gesprächspartner. Aber beides sind ja Sie. Ja. Haben Sie sich, als das Buch fertig war, dafür entschieden, wer Sie von den beiden eher sind, der Kursive oder der in der normalen Schrift schreibt? Ich habe das versucht, hoffentlich mit Erfolg, ganz fair zu teilen. Natürlich ist der normal schreibt, der normal geschrieben ist in dem Buch, ist sozusagen der Agierende. Mhm. Und der andere ist aber der Resonierende, das eher Skeptische, der eher Rückfragende und eher in Zweifel stellende. Beides sind ich und ich mache das, weil ich ja öfters ein Buch vorlese, mit großem Vergnügen so, dass ich den Kursiven mit einer dunklen Stimme lese und langsamer und den normal geschriebenen, den lese ich heller und dynamischer und ein bisschen nervöser. Ja. Also wir in Deutschland kennen Sie natürlich... Also da haben Sie sich so in das Gedächtnis eingeprägt mit Ihrem Duett mit Dieter Hildebrandt. Ne? Da interviewen Sie sich ja auch ganz nett, wie Sie sich kennengelernt haben. Ja. Wenn Sie das für uns nochmal, gerade für uns hier in München, weil wir ja mit Dieter Hildebrandt hier sehr, sehr viel erlebt haben in München, nicht zuletzt mit Ihnen gemeinsam in der Lach- und Schießgesellschaft, wie das Zusammentreffen war. Das Erste? Ja. Also wir wurden verkuppelt. Wir wurden verkuppelt durch den Schauspieler Kurt Weinzel, den man in München auch gut kennt, der auch dann in dem Nachfolgeensemble der Lach- und Schießgesellschaft gespielt hat, auch mit seiner Frau Veronika Faber, seiner späteren Frau. Und dieser Kurt Weinzel war mit dem Dieter Hildebrandt auf Theatertournee, mit dem Stück der Manager von Félicien Masson, damals viel gespielt gewesen, ein Boulevardstück. Und Hildebrandt hatte das Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft gesprengt. Hat sich im Tourneebus mit dem Weinzel angefreundet und hat ihm gesagt, also für ihn ist Kabarett vorbei, er ist leer und die Form ist ausgeschritten, die gehabt haben. Und hat gesagt, wenn ich je wieder Kabarett mache, dann mit einem schreibenden Partner und einer neuen Form. Und dann hat der Weinzel gesagt, den kenne ich. Und der hat dem Hildebrandt keine Ruhe gelassen, bis der
diesen Kontakt mit mir hergestellt hat. Ich fand es interessant, weil Sie waren ja beide verheiratet zu dem Zeitpunkt. Und Ihre Frau hat verstanden, dass das für Ihre Karriere nicht schlecht ist. Und die Frau von Dieter Hildebrandt war der Meinung, da gibt er so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal weg. Wie haben Sie beide das verarbeitet? Das habe ich damals natürlich noch nicht bedacht. Das ist mir erst später klar geworden. Und ich muss sagen, ich habe es vollkommen verstanden. Mir war die erste Frau, das Dieter Hildebrandt, außerordentlich sympathisch. Und natürlich, der Mann war 16 Jahre Star am Platz und kommt plötzlich in ein Kabarettlokal hier, das also zu München gehört, wirklich wie, was weiß ich, das Platzl, nicht? Und sagt, ich spiele jetzt mit dem Schneider, nicht mehr mit dem Hui Schneider, und kein Mensch kennt den. Und dass dann natürlich eine Ehefrau, die von so einem Solisten die eigentliche Partnerin ist im Leben, besorgt ist, ist ihr gutes Recht. Und dann später habe ich schon gesehen, wie diese Duo-Marke Hildebrandt-Schneider diese Geltung hatte. Glaube ich, das darf ich sagen. Dass sie der Zeit nachgetrauert hat, wo er nicht als 50% eines Duos gegolten hat, sondern als Dieter Hildebrandt allein. Und dieser Zustand wurde ja dann auch wiederhergestellt. Und dieses sich dann trennen, dass Sie dann von den Scheibenwischer weggegangen sind, von dieser Sendung, die man in Deutschland als die Kabarett-Sendung im deutschen Fernsehen eigentlich gesehen hat, da hat es auch ein bisschen geknirscht. Bis dahin war es, glaube ich, eine super Freundschaft. Und absolut. Es ist eine Freundschaft geblieben. Nur beim Scheibenwischer und vor allen Dingen eben nach der letzten Sendung Scheibenwischer gab es einen richtigen Knatsch, eigentlich den ersten richtigen. Und da musste wirklich unser gemeinsamer Freund Dieter Hanitsch aktiv werden, um das wirklich wieder völlig zu kitten. Und das ist auch gelungen. Sie verraten ja in dem Buch gar nicht genau, was der Knatsch war. Verraten Sie es hier? Ja, gerne. Also wenn Sie das wollen. Der Dieter hat mich angerufen und gesagt, also er möchte machen eine Party. Alle Kabarettisten haben Smoking an und treffen sich im feudalen Kreise und renommieren mit dem, was sie erreicht haben oder wie man so sagt, bewirkt. Nicht? Ja. Das ist ein wunderschöner, ironischer Ansatz. Ich war davon fasziniert. Und dann habe ich gesagt, da mache ich unbedingt mit. Und dann kriege ich ein Exposé. Und dann stand da drin, ich soll das Buffet glossieren, also diese schlechten Lebensmittel, die da verwendet werden. Habe ich mir gesagt, das ist für die Arbeit, die wir gemacht haben, nicht hinreichend, das ist nicht adäquat. Ich habe ihn doch aus der letzten Vorstellung von Notizen aus der Provinz abgeholt damals, einen einzigen Satz gesagt, aber der wurde sehr oft zitiert. Und ich wollte ihn eigentlich wieder... Wie lautete der? Der lautete, Herr Hildebrandt, Satire wird es im Fernsehen immer schwer. Sie ist teils zu öffentlich, teils zu rechtlich und teils zu privat. Okay, ein Satz, über den man natürlich nachdenken kann. Ja, ja. Ja. Und da habe ich gedacht, ich schreibe eine Szene, wo ich ihn am Schluss auch wieder so Art abhole. Mhm. Ich schicke ihm diese Szene. Und er ruft mich an und sagt, fantastisch, also genau das machen wir und wunderbar. Mhm. Ich fahre freudig nach Berlin und erfahre von ihm, ja, wir machen das, aber nicht am Schluss. Sag ich, Dieter, das ist eine Schlussszene. Wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich was anderes geschrieben, aber das ist nun eine Schlussszene. Mhm. Nein, das geht nicht, weil... Da wurde der Redakteur ins Spiel gebracht, weil der meint, dass der von mir hochverehrte Georg Schramm quasi, nach dem kann ich nicht mehr kommen, weil da stinke ich ab. Ich nenne es ganz genau, wie es war. Nur so habe ich gedacht, na gut, was machen wir? Habe ich gesagt, pass auf, Dieter, dann machen wir Folgendes. Wir machen es quasi vor Sendebeginn. Ich schaue so bei der Sendung vorbei und mache vorher mit dir diesen Dialog, bevor diese Sendung beginnt. Nicht? Daraufhin proben wir das und dann sagt der Bruno Jonas, bitte, das ist ja eine Schlussszene. Der Dieter kriegt eine Wut und sagt, jetzt haben wir uns geeinigt, jetzt rede du da nicht mehr rein. Dann wollte ich zwei Chansons probieren, die ich geschrieben habe.
auftragsgemäß. Und da kommt der Pianist und sagt, er kann nicht proben, seine Frau hat ihn verlassen. Und morgen Abend ist eigentlich schon die erste Vorstellung vor Publikum, also eine öffentliche Generalprobe. Dann habe ich gesagt, bitte, ich gehe zu keiner öffentlichen Generalprobe, ohne erstens einmal zu wissen, wann meine Szene stattfindet. Zweitens, ohne, ich singe doch nicht zwei Lieder, die ich nicht geprobt habe. Und dann habe ich dem Dieter gesagt, du pass auf, lass mich raus. Nicht? Sind da so die Egos auch ein bisschen gecrashed aneinander? Ja, Egos crashen immer aneinander. Aber es war von mir wirklich keine persönliche Sache, sondern eine wirklich, verzeihen Sie den Ausdruck, künstlerische Überlegung, weil ich spiele nicht in der Mitte von einem Programm einen Abschied. Wo Sie Abschied sagen, als Dieter Hildebrand dann gestorben ist, dann wurde ja klar, dass er immer davon ausgegangen ist, dass Sie bei seiner Beerdigung sprechen. Ob immer weiß ich nicht, aber jedenfalls ungefähr 10 Jahre vor seinem Dahinscheiden hat er es im Fernsehen gesagt, auf die Frage, wer an seinem Grab spricht. Und das habe ich kurz vor seiner Verabschiedung gesehen. Das wurde im Bayerischen Fernsehen wiederholt. Da habe ich gedacht, bitte, wenn ich jetzt zu dem Begräbnis gehe, werden mich die Leute fragen, warum ich nicht rede. Er hat doch gesagt, Herr Schneider, spricht die Verabschiedung. Muss man erklären, weil Sie waren eigentlich nicht vorgesehen als Sprecher. Offenbar nicht. Nein. Ich habe immer gedacht, irgendwann mal wird mich jemand anrufen, hat aber niemand. Nicht? Ja. Dann habe ich den Till Hoffmann angerufen von der Schießgesellschaft und habe ihm gesagt, du Till, das ist eine ganz blöde Situation, denn im Fernsehen haben Sie diese Sendung gebracht, wo der Dieter gesagt hat, ich zitiere wörtlich, der Dieter hat damals gesagt, der hat dafür für mich das Schönste geschrieben, was ich je gelesen habe. Das steht auch in meinem Buch, meine 12 Leben. Ja. Na gut, dann hat man mich rückgerufen und hat gesagt, ich spreche dort. Ja. Dann war ich einer von etlichen Reden und alle waren sehr schön. Wen wir natürlich auch alle kennen. Und also in Ihrem Buch sind Sie ja ehrlich. Also das muss man, also auch gerade Ihr Verhältnis mit Dieter Hildebrand, wie Sie sich kennengelernt haben, war eine super Zeit. Zum Schluss hat es gekracht, aber dann am Grab haben Sie sich wieder sozusagen vereint. Schon vorher, ja. Ja, oder sogar schon vorher. Einer, der es voll in Ihrem Buch abkriegt, ist der André Heller. Ja. Da muss man feststellen, dass Sie, muss man auch vorher sagen, Sie waren befreundet. Ja, sehr. Sehr befreundet. Und dann hat es gekracht. Warum sind Sie, also ich meine, das ist ja, steht ja jetzt in Ihrem Buch drin. Das ist ja jetzt nicht mehr zu verschieben. Das ist ja jetzt für alle Ewigkeit steht das da drin, ja, dass der André Heller eigentlich ja, ein schlimmer Hund ist, ne? Also nach Ihren Äußerungen. Kein so schlimmer Hund, sondern ein bisschen ein Hochstapler. Ein Mann, der aus seiner begeisterten Ambition heraus Künstler sein zu wollen, es aber nicht sein zu können, weil er nicht kreativ ist und weil er keine wesentlichen Begabungen hat auf dem Gebiet, halt andere Menschen benutzt hat. Nicht? Hat also einfach Events veranstaltet, hat dem Leute Artisten gruppiert und hat überall Etiketten gemacht, Mascheln, und das Ganze war ästhetisch also irrsinnig bedenklich. Ich schreibe auch, was er zu anderen Leuten gesagt hat, zu deren künstlerischen Hervorbringungen, und dann ist er weit drunter geblieben. Also Kreativität, da wird jetzt der eine oder andere den Kopf ein bisschen schütteln, sich an seine Vorstellung erinnern, an seine Gärten, die er da produziert hat, und sagen, das hat auf mich jetzt sehr kreativ gewirkt. Er hat überhaupt keinen Garten produziert, sondern hat einen fertigen Garten gekauft und den durch ein paar kunstgewerbliche Dinge veredeln lassen, die andere Menschen gemacht haben. Mhm. Was hätte er denn machen sollen? Und dann hat er im Fernsehen einmal gesagt, er kennt erst 500 Pflanzen. Ich lache mich tot über solche Dinge, nicht? Ja, wenn er 12 kennt, bekunde ich ihm schon meinen Respekt. Jetzt hat er Marokko auch wieder halt, ich meine, da engagiert man Gärtner und sagt ungefähr, was man haben möchte, was die kreative Leistung ist nicht da. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Wichtig war, dass er immer gesagt hat, er muss das Große machen, es muss sich immer steigern. Und da hat er halt einfach so ein sinnloses Feuerwerk gemacht und gesagt, wie die einzelnen Sternen heißen, die da oben herum und was sie alles sind. Hat die immer lächerlicheren Dingen eine Bedeutung verliehen.
Und ich als sein Freund musste immer ihn verteidigen. Ich habe gesagt, meine, lass ihn und so. Ich meine, und irgendwann einmal kam der Moment, wo ich gesagt habe, es reicht. Und da habe ich ihm damals einen richtigen Kündigungsbrief geschrieben. Ich habe gesagt, Franzi, bitte sehe ein, dass ich das... Das kann ich nicht mehr. Was war der Strohhalm, der das Genick vom Kamel gebrochen hat? Tolerieren, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Er hat sich auch, und das hat natürlich auch zur Missstimmung beigetragen, nicht mehr als Freund verhalten, nicht einmal mehr als Kollege. Nicht, er war nicht mehr kollegial, er war einfach nur mehr Rivale, auf eine unangenehme Weise. Er hat sogar versucht, die Dinge zu verhindern, von also, einem Freund, also das ist... Kann man sowas wieder reparieren? Nein. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Er hat da einmal ein Angebot gemacht, er hat gesagt, so, jetzt reicht's und jetzt lassen wir's. Mhm. Und dazu war ich bereit. Aber dann kam schon wieder die nächste Hervorbringung und wieder, dass er Träume realisiert hat und wieder was Unglaubliches. Also wenn ich dann in diese Pose... immer die er da zutage gebracht hat, unerträglich. Okay, Heller und Schneider werden sich nicht mehr vertragen. Nein. Ich fand eine Sache sehr, sehr schön, und zwar ein Thema, was Sie hier ja auch bearbeiten, ist Ehe. Und von der Ehe sagen Sie, es ist, da haben Sie dieses Gleichnis, Zirkusnummer zweier Akrobaten. Wie kommen Sie auf den Vergleich? Warum haben Sie den... gezogen. Der ist uralt bei mir. Ich war ein großer Zirkusfreund. Ja. Und bin immer gegangen und da habe ich einmal mir überlegt, bei zwei lustigen Matrosen, habe ich damals einen kleinen Essay geschrieben. Mhm. Der eine ist der Untermann, der muss Kraft haben, der muss den halten, der muss den fangen, der muss den stemmen. Und der andere, der fliegen muss, darf natürlich keinen Gramm zunehmen. Weil er, sonst ist er nicht, das hat man ja auch immer gehört, dass der Bäumler, der Eiskunstläufer Bäumler, sich aufgeregt hat, wenn die Marika Kilius 10 Gramm mehr gewogen hat. Nicht? Weil der, genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich da eine quasi Ästhetik abgeleitet, habe ich gesagt, also da darf man jetzt dann nicht mehr von Rollenverhalten reden, ja. Weil die Nummer ist ja eine Nummer. Wenn man sagt, also pass auf, ab jetzt bin ich Untermann und du fliegst, purzeln die durcheinander und es geht nicht mehr. Das heißt, wenn man die Nummer erhalten möchte, muss man sich quasi einem gewissen Rollenprofil unterwerfen. Denn Sie waren lange verheiratet. Ja, und das habe ich dann nicht auf meine Ehe, sondern auf Partnerbeziehungen. Ja. Nicht, weil wenn natürlich heute eine Frau sagt, pass auf, du, zum Raubtierdompteur, morgen kochst du und ich gehe in den Käfig, kriegt die Familie nichts zu essen und die Frau ist gefressen. Ja. Also ja, ich finde es ja so spannend, dass sie sich selber dann nach ihren Freiräumen in ihrer eigenen Ehe befragen. Ja? Ja. Also das ist ja sozusagen, also Freiräume, da habe ich interpretiert, also dass man auch mal fremd geht. So, ne? Das ist wahrscheinlich auch mit den Freiräumen gemeint. Oder sprechen Sie auch... Das gehört ganz sicher dazu. Und das haben Sie in Ihrer Ehe dann totgeschwiegen oder nicht drüber geredet oder akzeptiert? Oder wie haben Sie das gemeint? Nein, weil die zwei Artisten in dieser Ehe ihren Part klaglos, mehr als klaglos erfüllt haben. Also dieses Füreinander-Dasein, wie es pathetisch dann heißt, bis dass der Tod uns scheidet, war gegeben. Das war ernst gemeint, das stand nie zur Disposition. Und sollte man einmal etwas Außereheliches gemacht haben, hat man immer klargestellt, dass man verheiratet ist, eine Familie hat. Das ist für viele der Grund, dann nicht mehr verheiratet zu sein. Aber das ist halt bei Ihnen ja, anders. Das ist, ich glaube, das müssen die Leute für sich selbst entscheiden, ob eine Ehe es aushält, dass man darüber redet, oder ob man einander anschaut und sagt, du brauchst mir nichts zu erklären. Was machen wir jetzt? Einfach Business as usual. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Art. Ihre erste Frau, da gibt es dieses Buch, was Sie geschrieben haben, ja. Krebs.
Und das wurde sehr kontrovers diskutiert. Sie unterstreichen in diesem Buch noch einmal, dass es von der medizinischen Seite als sehr lobenswert beschrieben wird. Ich glaube, ihre Frau hatte aggressiven Blasentumor. Ja. Und das ist natürlich für den Partner ungeheuer schwierig. Und Sie nehmen aber kein Blatt vor den Mund, wie das für Sie gewesen ist, als der Ehemann, der quasi seine Frau so lange gepflegt hat, bis sie dann gestorben ist. Würden Sie, wenn Sie, also da Sie das ja ungeheuer detailgetreu beschrieben haben, im Nachgang heute anders schreiben oder sagen Sie, genau so muss es sein und dann aus welchem Grund? Was wäre, wenn, ist schwer zu beantworten. Ja. Bei mir war dieser große Stau eben an Erinnerungen da und gleichzeitig diese kalte Wut auf eine gewisse Art von Medizin, die gegipfelt hat in der Tatsache, dass man jemanden mit Medikamenten heimgeschickt hat. Und ich habe dann diese Frau zu Hause gesehen und sie war nicht lebensfähig. Sie hat gelitten, um es darzustellen, wie tierisch sie gelitten hat, musste ich natürlich ins Detail gehen. Das hat man mir vorgeworfen. Ich hätte aber natürlich große Tiraden machen können, ist der Geschmack oder Respekt vor der Toten verbietet, das genau darzustellen, aber es hat sich in diesem oder jenem Bereich abgespielt. Nein, ich wollte den Ärzten sagen und die Ärzte nicht aus der Verantwortung entlassen, was geschehen ist. Die hätten sie in der Klinik behalten müssen oder eine Medikamentation geben, wo sie hätte nicht so leiden müssen. Sie haben sie leiden lassen. Mit so fragwürdigen Formulierungen wie, wir wollen es nicht vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben. Und in dieser Formulierung, nicht alles versucht zu haben, steckt eigentlich ein unfassbarer Hochmut. Ja, also man hofft ja, dass man heute durch Medikamente eben diese Schmerzen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, die Ihre Frau durchlitten hat, eben eigentlich gar nicht mehr unbedingt haben muss, weil es diese Medikamente ja gibt. Eben. Aber ich erinnere mich noch genau, das habe ich in dem Krebsbuch steht, das glaube ich auch, hat einmal ein Oberarzt gesagt, und dann kriegt die Frau Schneider noch dieses und dieses Pulver, also Tablette oder was. Nicht? Mhm. Und hat eine zweite Ärztin gesagt, ein ganzes? Also so quasi, die wird mir noch süchtig oder sowas, nicht? Weil eine Frau, die moribund ist, nicht? Mhm. Ja. Ich meine, diese Dinge erlebt man da, nicht? Wenn jemand dann aus verlatter Katholizismus glaubt, der kann die ganze Tablette nicht verabreichen. Also ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, an wen man da auch gerät. Also ich glaube, es gibt schon in der Medizin viele Ärzte, die in Palliativstationen und so, die das schon immer, richtig machen. Immer mehr. Und was glauben Sie, was ich Post bekommen habe von Ärzten, die sich bedankt haben bei mir für das Buch. Viele Leute, nicht viele Leute, aber mir wichtige Leute haben mir das übel genommen, dass ich so ins Detail gegangen bin. Aber wahrscheinlich Leute, die Ihre Frau gut gekannt haben. In erster Linie, ja. Wenn wir zurückkommen, Herr Schneider, Sie sind ja nicht nur Ehemann und Kabarettist, sondern Sie sind ja auch Vater. Und darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Und das interessiert mich natürlich besonders, da ich das auch bin, Vater. Ja, ich unterhalte mich mit Werner Schneider über sein Buch Gespräch unter zwei Augen. Und ich habe gerade gesagt, es ist sehr angenehm, wenn man dieses Buch an seinem Nachttisch hat. Dann kann man, das Buch kann man eigentlich kreuz und quer lesen. Die Kapitel sind nicht miteinander verbunden. Und dann liest man ein Kapitel und dann kann man es zur Seite legen und sich noch ein bisschen Gedanken darüber machen, wie das eigentlich bei einem selber aussieht. Und dann schläft man schön ein. So ist es mir mit Ihrem Buch gegangen. Sie sind Vater, haben einen Sohn und haben gesagt, also, dass der Sohn ihre Dominanz abgelehnt hat. Ja. Ich bin jetzt Vater von drei Töchtern und kann mir das theoretisch vorstellen, wie das sein kann mit dem Sohn. Aber warum war das so schwer, ihn einfach sich selber sein zu lassen? Weil ich einen Denkfehler gemacht habe. Ich bin aufgewachsen mit einem Vater, den ich nicht gefunden habe, der sich nicht gestellt hat, der mir nichts, mir schon ein paar Sachen gesagt, also wie man sich benimmt, wie man Messer und Gabel hält und
wie man Krawatte bindet oder solche Sachen. Aber die Dinge, gerade auch in der Pubertät, wo man Hilfe braucht, man darf nicht vergessen, ich war ein Kind, ein Bub noch im Vorbildenzeitalter, nicht? Also, ja, da war harte Regeln gab es damals. Da war noch eine Menge, was man hätte wissen müssen und erfahren. Und das habe ich von meinem Vater nicht erfahren. Und ich habe auch von meinem Vater nie verbindliche politische Meinungen gehört. Sondern er hat immer so herumgewabert in den Sachen. Und war ein Nazi? Wie auch ein bisschen, ja. Aber nur im Umgang mit Nazis. Wenn er mit Widerstandskämpfern zusammen war, ich sage, war er Widerstandskämpfer. Also es war so eine sehr, für einen Sohn, der einen Vater verehren möchte, schreckliche Situation. Kurzum, ich bin mir verlassen und verraten vorgekommen und habe gedacht, wenn ich einmal einen Sohn habe, dem helfe ich. Dem sage ich, wie was geht. Dem sage ich, welchen Fehler er nicht machen soll. Den sage ich, und da habe ich übertrieben. In bester Absicht. Wir haben uns dann später wirklich partnerschaftlich darüber unterhalten. Sie beschreiben das sehr schön, als er Torwart gewesen ist. Und ich glaube, wenn Sie die kurz mal zusammenfassen, die Geschichte, wo eigentlich Ihr ganzes Dilemma beschrieben wird. Ja, er hat uns eingeladen, er hat gesagt, er spielt heute in dem und dem Match. Und er war der Zweier-Tormann, aber er spielt die zweite Hälfte. Und wir sollen uns das also eben ansehen, nicht? Und da, beim Warmschießen hat er sich mit dem Einser-Tormann ins Tor gestellt und der hat ihn aber des Tores verwiesen. Er hat gesagt, verschwind, ich schieße jetzt hier warm, werde hier warm geschossen, weil ich ja in der ersten Hälfte spiele. Und Sie saßen als Zuschauer da und haben das direkt erlebt, ja, dass Ihr Sohn da weggeschickt wird. Ja, der wurde. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich ihm... Ich konnte ihm ja nicht helfen. Und dann ist er zur Outlinie gegangen mit einem Kumpel und der hat ihm eingeschossen und der erste Schuss ging schon in die Wolken und dann sind sie Ball suchen gegangen. Also wo er jetzt seinem Vater demonstrieren wollte, wie er weiter als Tormann ist, nicht immerhin an die Nummer 2 spielt. Und das war ein Dilemma. Und ich habe so wirklich gelitten. Und weil ich mich in ihn projiziert habe. Ja, wir können heute ganz gut über diese Dinge reden. Ja. Okay, das war Vater sein. Und jetzt ein weiteres Kapitel, was ich interessant fand, war das Thema mit Freunden. Und da fand ich die Formulierung eben klasse. Freundschaft ist Liebe ohne Sex. Und ich verbessere mich dann noch und sage, jenseits des Sex ist besser noch. Jenseits des Sex. Ja, dass Sie da überhaupt auf Sex gekommen sind. Man kann ja auch mit Frauen kann man keine Freundschaft haben, wenn man mit ihnen Sex hat. Das würde ich nicht Freundschaft nennen. Man kann Freundschaft haben mit Frauen und keinen Sex haben. Aber mit Frauen, die sehr gerne Sex haben, nur nicht mit einem, kann man gut befreundet sein. Ja, aber wenn man es dann selber mit denen Sex hat, dann ist es was anderes. Was ist denn das dann? Ein schlampertes Verhältnis. Okay, und jetzt müssen wir nochmal über den, André Heller haben wir schon gehabt. Und Trinken fand ich auch ein interessantes Thema. Ich meine, man weiß natürlich bei den Kabarettisten, dass wenn der Abend vorbei ist, dann geht's weiter. Ne? Wie gefährdet waren Sie, Alkoholiker zu werden? Nie. Nie, weil ich aus Angst davor mich immer kontrolliert habe. Ich habe immer Phasen eingelegt, wo ich überhaupt keinen Alkohol getrunken habe, um zu testen, ob er mir fehlt. Er hat mir nicht gefehlt, sondern ich habe das Geschmackserlebnis vermisst, aber die Droge habe ich überhaupt nicht gebraucht und brauche sie nicht. Und daher habe ich dann eines Tages beschlossen, also sehr rasch, wie die Kabarettkarriere begonnen hat, zu Mittag schon kein Achtel Wein mehr zu trinken, wenn ich am Abend spiele. Wenn Sie, ach so, so rum war das, okay. Und nachher habe ich getrunken, natürlich, bis ich halt sage. Nicht? Wenn Sie dann so ein Buch schreiben, steht dann ein Glaserl Wein neben Ihnen? Und beim Schreiben nicht ein Schluck. Denn ich meine, Sie haben auch mit Kollegen zusammengearbeitet, wo wir wissen, dass Sie ein Alkoholproblem hatten, oder? Ja. Und konnten Sie auf die Kollegen einwirken? Wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das ist etwas, wissen Sie, das ist eine so persönliche Sache.
Und jeder, auch jeder denkende Alkoholiker im künstlerischen Beruf wird Erfahrungen machen, wo er sagt, gestern war es nicht mehr schön, gestern war es zu viel. Ja. Oder nicht? Also das muss man, da darf man jemanden nicht entmündigen. Ja, aber ich meine, da eine gute Rolle können spielen, ich glaube, in solchen Situationen die Ehefrauen. Und wenn wir jetzt von einem Alkoholiker reden, ich glaube, wir meinen denselben, dann hat er sehr viel Glück gehabt mit seiner zweiten Frau, denn die wurde da hier energisch und hat ihm sein Leben und auch sein erfolgreiches Berufsleben verlängert. Aber können Sie das nachempfinden, dass man, wenn man sich so ein bisschen was angetrunken hat, dass es dann leichter wird auf der Bühne? Es gibt Leute, denen es leicht. Mir würde es die Sache schwerer machen. Weil ich würde sagen, Augenblick, ich bin nicht zu 100% Herr. Diese Lockerheit erkauft man sich ja durch eine kleine Trübung, nicht? Ja. Und ich bin lieber ungetrübt und dadurch sicher. Okay. Ja, Sie lassen nichts aus. Sie sprechen auch über Alter und Tod in Ihrem Buch. Wie schwer ist es, 80 zu werden? Es war gar nicht so schwer. Man wird es nämlich, man muss gar nicht viel dazu tun. Ja. Verstehen Sie mich? Aber es ist fast, es ist schwer, es zu glauben. Ja. Das ist schwer. Nicht? Weil wenn man jetzt weiß, jetzt wird es wird im Januar sein, dann bin ich 80 Jahre alt und denke mir, na, habe die Ehre. Nicht? Also sind Sie, dass Sie im Kopf denken, das kann nicht 80 sein? Also man hat ja manchmal so das Gefühl, ich bin genauso wie die anderen, die viel jünger sind. Es geht uns mit der Zeit, mit dem Älterwerden wird unser Zeitbegriff immer unverlässlicher. Ich weiß nicht, ob es Ihnen, Sie sind noch zu jung dazu, aber ich habe jetzt immer gesagt, da hat doch vor 5 Jahren, und meine zweite Frau sagt, was? Das war vor meiner Zeit, also das muss 12 Jahre her gewesen sein. Dann denke ich nach und dann stimmt's. Dann ist es 12 Jahre her. Nicht? Ich erinnere mich, dass mir einer, als ich 50 geworden bin, war der auch 50 und sagt mir, ich fühle mich wie Ende 20. Mhm. Da fiel mir dann der eine Satz ein, wie beschissen musst du dich mit Ende 20 gefühlt haben. Ja, 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 ja. Ja, also ich glaube, man darf sich da nichts vormachen. Das ist, naja, ich schreibe auch hinein, ich habe gesagt, dieses sinnlose Wort, jeder ist so alt, wie er sich fühlt, das halte ich für unsinnig, ja. Sondern man muss sagen, jeder ist so blöd, wie er glaubt, nicht alt zu sein. Und dann geht es natürlich vom Alter in Richtung Tod. Ja. Und da habe ich mir natürlich ein Wort aufgeschrieben, was ich vorher nicht kannte. Pentanatriumcarbonat. Ja. Was ist das? Ich glaube, das ist das, was diese Begräbnisinstitute da in der Schweiz, also die einen beseitigen, gegen Geld verwenden. Das wird gespritzt. Denn ich hab geguckt, also wenn man dann bei Word kann man ja eingeben, ja. Thesaurus, und dann sprückt da irgendwie ähnliche Worte aus und da kommen keine Vorschläge. Also das ist etwas, genau, das wird also in Todesspritzen benutzt. Das ist, glaube ich, einschläfernd, ja, und dann, ja, tödlich. Ne? Ja, ja, sowas, ja. Das würden Sie tun ab einem gewissen Zeitpunkt? Würden Sie sagen, dass Sie da so dann auch sterben wollen würden? Ich würde meinen Arzt bitten. Obwohl man ja sagt, Ärzte soll man für sowas möglichst nicht gebrauchen, weil die sind ja dafür da, dass das Leben gesund und weiterläuft. Das ist jetzt eine Debatte, ja, die Ärzte mit sich untereinander führen müssen. Mhm. Wenn ich einen Arzt habe und der beurteilen kann, dass ich Herr meiner Sinne bin, ja, weil ich sie mir auch schon Jahre vorher gesagt habe, dass ich würdest zu dieser Situation kommen, ihn drum bitten würde. Aber es gibt ja Situationen, wo Sie vielleicht auch nicht mehr Herr Ihrer Sinne sind und dann muss jemand anders darüber entscheiden. Ne? Dann liegt es in den Händen meiner Frau oder meines Sohnes oder von beiden. Aber es gibt von mir eine Patientenverfügung, die jegliche maschinelle Art von Lebensverlängerung verbietet.
Hat das auch mit Ihrer Erfahrung zu tun, die Sie mit Ihrer ersten Frau auch gemacht haben? Auch. Ja. Wissen Sie, wenn man, so wie ich erlebt hat, dass man seinem Arztfreund sagt, pass auf, es geht ihr so und so und so schlecht. Ist das Ihre Krankheit oder ist das Ihre Therapie? Und er sagt, das ist fraglos die Therapie. Da verliert man ein bisschen den Glauben an eine gewisse Art von Medizin. Ich möchte nichts verallgemeinern. Ja. Klasse finde ich auch, wie Sie über Ihr Cover mit sich selber diskutieren. Ja. Wie schauen Sie auf dem Bild, Ihrer Meinung nach? Ja, so unentschieden, nicht so mittel. Es ist ganz leicht arrogant, aber doch wieder auch wieder Versuch. Also jedenfalls nicht. Das erste Foto war genau das. Wir haben es dann noch einmal gemacht mit einem neuen Gesicht. Das erste Foto war ungefähr so. Das ist ein bisschen streng. Ja. Ja, ein bisschen streng. Ja. Ja. Nee, da ist mir der auch sympathischer, obwohl mit dem möchte ich mich auch nicht streiten. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich will ja, das erste Foto hat wirklich signalisiert, ihr Beutelratten. Aber Sie sitzen dann da auch mit mehreren Fotos und dann haben Sie da dann die letzte Entscheidungsgewalt bei so einem Buchcover? Nee, ich habe das im Verlag ganz amikal besprochen. Ne? Mhm. Eigentlich ausgesucht hat es der Fotograf dann mit mir. Der hat eine zweite Sitzung gemacht und dann haben wir dann gesagt, das ist es. Möchten Sie, dass man, wenn man das Buch liest, dass man dann lacht? Auch gerne, natürlich, ja. Und also ich meine, wie wichtig ist einem Kabarettist eigentlich wichtig, dass die Leute lachen, wenn man auf der Bühne steht? Oder soll es mehr so dieser Aha-Effekt sein, da ist was zum Nachdenken? An einer Stelle des Buches definiere ich den Unterschied zwischen Comedian und Kabarettist. Natürlich in einer sehr, sehr krassen Weise. Ich sage, der Comedian macht Witze, damit die Leute lachen. Der Kabarettist macht Witze, damit die Leute auch was draufkommen. Lachen ist erwünscht, aber Staunen genügt. Wo man jetzt auch, wo Sie das Thema ansprechen, natürlich auch so ein bisschen, Dieter Hildebrandt war genauso, der also die Comedians also komplett abgelehnt hat. Das war für ihn nicht zu ertragen. Können Sie nicht auch bei den Comedians, den wir heute sehen, auch irgendwas was Positives entdecken, wo Sie, weil die Leute gehen ja in Scharen dahin und lassen sich unterhalten? Das hat einen simplen Grund, das sage ich auch. Ich sage, dass Menschen, die sich entschlossen haben, heute Abend zu lachen, sich durch nichts und niemanden auf der Bühne davon abbringen lassen. Also die gehen, die lachen ihr Eintrittsgeld ab. Aber selbstverständlich gibt es unter den Comedians Begabungen und Leute, die eine Vis-Comica haben. Also das kann man, so wie auch der Hildebrandt gesagt hat, selbstverständlich verwendet ein Kabarettist komödiantische Comedian-Elemente und Comedian-Techniken. Und es gibt ja auch Comedians, die so ein bisschen dann in das Politische, ins Soziologische hineingreifen, vorsichtig. Ja. Aber diese 100% Comedians, männlichen und weiblichen Geschlechtes, die nur Blödsinn reden, humorlosen Blödsinn und nicht weiterreden, bevor die Leute unten lachen, weil sie dadurch signalisieren, dass das eine Pointe war, die sie jetzt gerade gesagt haben, die wirklich so dastehen und sagen, bis das hochkommt endlich, da würde ich mich ja schon in den Boden geschämt haben, nicht weitergeredet zu haben. Haben Sie denn immer den Lacher gekriegt an der Stelle, wo Sie ihn vermutet haben? Immer nicht. Immer nicht, aber... Aber dann hält man ja auch erstmal an und lässt es sinken. Nein, das sagt man, heute war es nicht. Ne? Dann macht man einfach weiter. Heute war es nicht. Es hat jeder Abend eine Chemie unten, was die Sensibilität der Leute anlangt. Es gibt Vorstellungen, wo wenig gelacht wird, die fantastisch sind. Es gibt Vorstellungen, wo viel gelacht wird, die sind dann gar nicht so gut. Das ist schwebend. Herr Schneider, Sie haben ja eigentlich schon vor langer Zeit aufhören wollen mit Kabarett. Und dann plötzlich hat es wieder gefunkt. Na, ich habe ja aufgehört. Ich habe ja aufgehört 1996. Und dann habe ich, kam es aber trotzdem wieder weiter. 12 Jahre später. Nach zwölf Jahren bin ich wieder raus. Und jetzt mache ich es, bis es der Arzt verbietet.
Also zum Schluss kann man gar nicht die Bretter verlassen, die die Welt bedeuten. Die Bretter, ja. Werner Schneider, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass wir noch einmal hier durch dieses intensive Leben mit Ihnen teilweise schreiten durften. Und ja, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für ein, wie ich finde, also jedenfalls für mich, wunderbares Gespräch. Herzlichen Dank. Und auch natürlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoofen.